Herzlich willkommen, Leute, zum neuen Troubletown Minecraft-Projekt. Lang hat's gedauert, jetzt sind wir endlich zurück mit Minecraft Warp. Mit dabei in der ersten Aufnahme ist diesmal TauTau. Neu dabei? Hallo. Liquid Duck. Quack Quack. Als erster eingeladener Gast der Zylord. Hallo. Und die altbekannten Manus. Hi, Leute. Nancy. Hallihallo. Sachse. Hallo. Damit haben wir den Osten abgehakt. Goro. Grenz. Dadosch! Anne! Hallo! Divi! Hallo! Igo! Hallo! McFly! Moin moin! Lobius! Hallo! Und Nephias! Wieso zuletzt? Okay, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Es sind noch nicht alle. Es gibt noch eine zweite erste Aufnahmesession. Ja, es fehlen noch ein paar. Und wir spielen in zwei unterschiedlichen Welten. Darum geht es nämlich bei Minecraft Warp. Es gibt die Vergangenheit und die Gegenwart. In der Vergangenheit sammelt man Erinnerungen, um in der Gegenwart weiter Quests und Aufgaben erfüllen zu können, die einem Punkte und alles Mögliche und Belohnungen geben. Dazu gibt's dann mehr Infos im anderen Modpack. Hier in der Vergangenheit zeigen wir jetzt erstmal unser Startgebiet. Das ist nämlich diese schöne Burg hier. Hier bekommt jetzt jeder ein Zimmer. Da könnt ihr mir mal bitte folgen. Au. Hinterher! Ja. Hinterher! Oh Gott, nein! Willkommen! Ich sehe ihn! Liquid ist noch da. Wir haben nicht verloren. McFly kommt noch. Warte, wir haben ihn verloren. Egal, wir müssen Zimmer kriegen. Wir müssen so, okay. Hier oben reißt euch ein Schild ab, schreibt euer Namen drauf. Ja, sind wir. Oh, schnell. Letzter muss motorisch sein. Oh Gott. Ich hab nicht in der Bibliothek verlaufen. Tigo, wir haben übrigens schon einen. Gott sei Dank. So, wir schlafen schon. Hier steht schon jemand drin. Ah, Hilfe. Ich sind drei Leute in meinem Zimmer. Nein, ich bin jetzt bei Steinbett. Oh, jetzt war es das Skillmaster, ne? Das sind ja die Mini-Zimmer hier. Das ist vorübergehend. Da könnt ihr erstmal euren Stuff lagern, deshalb es gleich weitergeht. Sind jetzt mittlerweile alle angekommen? Der Sachse kommt noch. Ich hab keine Blume. Oh Gott, noch ganz oben. Chigo hat's auch geschafft. Hallo. So, jetzt nochmal ganz kurz rüber. Wo ist hier die Tür verklappt? Ja. Sollten jetzt alle Zimmer schon voll sein? Hier ist übrigens noch ein Doppelzimmer. Hier ist noch ein Doppelzimmer. Hier. Mein Nachbar schnarcht jetzt schon. Wo ist noch ein Doppelzimmer? Vorne, wenn der Treppe hochkommt. Sollten jetzt nicht alle ein Zimmer haben, nehmt euch hier noch eins der Schilder, hier an der Seite, und fragt nett, ob ihr noch bei wem rein. Dadosch! Ich hab schon einen Bewohner hier drin. Ja, McManus. Ja, natürlich. Also mein Zimmer, das ist super. Für mehr hat das Geld nicht gereicht. Ich hab gesagt, wir sind relativ viele. Tür zu. Ich erkläre auch warum. Hier ist der Geekmaster drin, den bitte nicht ansprechen. Ja, bitte raus. Das macht einer den Server down. Das steht in den Regeln, das ist verboten. Oh Gott, das wird nicht. Aber jetzt einmal. Jetzt einmal, Lorius, komm weg bitte. Jetzt aber einmal ganz kurz, um weiter zu erklären. Wir bauen natürlich alle noch unsere eigenen Häuser. Bitte verbindet euer Haus oder das, was ihr bauen möchtet, mit der Burg, mit einem Weg. Also ihr seht hier draußen diesen Kiesweg oder sonstiges und baut nicht zu weit weg. Wenn ihr dann ein Haus habt, packt ein Schild dran, wo euer Name draufsteht und reißt das Schild hier wieder ab, falls neue Leute dazukommen, dass die erstmal diese ersten Kisten haben. Denn da könnt ihr eure Sachen drin lagern. Denn, ganz wichtig, sterbt ihr in dieser Welt hier, seid ihr für die ganze Woche raus. Eine Woche geht von Montag bis Sonntag. Sterbt ihr, könnt ihr erst wieder nächsten Montag aufnehmen. Deswegen lagert eure Sachen, die ihr habt, immer in dieser Kiste. Also und wenn ich Samstag sterbe, kann ich Montag trotzdem bleiben. Genau, genau. Wenn du spät in der Woche stirbst, ist nicht schlimm. Lagert wichtige Sachen und Sachen, die ihr jetzt beispielsweise opfern wollt, in euren Kisten. Die werden jeden Sonntagabend entfernt und dafür bekommt ihr Erinnerung und Punkte für die Gegenwart. Das heißt, ihr sammelt hier Zeug und Level, um in der Gegenwart weiter Folgen aufnehmen zu können und weiter Quests machen zu können. Denn ihr bekommt auch, wenn ihr hier zum Beispiel irgendwas Gutes in eure Kisten packt, Sachen, die ihr für spätere Quests braucht in der anderen Welt. Das heißt, es lohnt sich halt, auch wichtige Sachen zu opfern. Natürlich solltet ihr schauen, dass ihr eure Rüstung behaltet, denn wie gesagt, sterben ist natürlich das Schlimmste, was einem hier passieren kann. Regeln, die zählen, Guildmaster nicht ansprechen und den Bilder gar nicht anklicken. Also das ist noch schlimmer, der Guildmaster, der funktioniert einigermaßen, ja.
Da darf man nur nichts Falsches drücken, den Bilder dürft ihr gar nicht ansprechen. Ihr bekommt, ihr seht oben links, ihr habt Geld und Level, ja. Auch euer Geld wird noch eine Rolle spielen, also die Goldcoins. Ihr bekommt für jeden Mob, für jeden bösen Mob, den ihr tötet, bekommt ihr Geld. Auch das wird später in Items in der Gegenwart umgewandelt. So, das ist auf jeden Fall schon mal die Grundregel hierzu. Bemerkt bitte, draußen sind viele Bosse unterwegs, ja. Am Strand ist King Crab, der lauert da immer, ja. Sollte man aufpassen. Und wie gesagt, versucht hier auf jeden Fall nicht zu sterben. Und wenn ihr ein neues Haus habt, baut hier das Schild ab, hängt es an euer neues Haus dran, dann kann hier nämlich ein neuer Spieler einziehen. So, hier wird es dann auch noch ein bisschen PvP geben, aber dazu kommen wir ja später, denn das ist in der ersten Woche noch nicht der Fall. Soulbound-Items sind verboten, das ist auch klar. Und das wäre es auf jeden Fall schon mal zur Vergangenheit. Hat denn jetzt jeder ein Zimmer oder ein Partner? Ja! Ja. Hey. Wer hat einer kein Zimmer? Wo ist mein Sohn? Ich komme. Den hat immer noch die große Spinne, Nancy. Was? Ja, das war doch mein Bruder und nicht mein Sohn. Der ist das ist ja noch viel schlimmer. Fall. Stimmt. Ich find's ja lustig, dass Botster auch ein Zimmer hat. Das war unser Kind. Botster hat auch ein eigenes Zimmer. Botster und Grants. Grants und Team. So. Goro, hast Nancy. Du schon eine Verlobung offiziell oder was ist da los? Nancy. Was? Ja? Wollt ihr nicht lieber ein Doppelzimmer? Aber wir gehen jetzt nochmal weiter, deswegen gehen wir jetzt wieder raus. Zimmerverteilung ist schon mal vonstatten gegangen, schon mal sehr wichtig. Ich muss neue Zimmer aufbauen für die anderen Leute, die noch kommen. Ich dachte, wir sind heute nicht so viele. So, wir treffen uns nämlich draußen. Schön, Manus, Abkürzung genommen. Hier wollte ich mich auch mit euch treffen. Einmal in Kurzform, das kennt ihr ja, hier ist der Farmer, der hat für jeden ein Brot am Tag, ja. Wenn ihr mit Rechtsklick anklickt, bekommt ihr ein Brot von ihm. Wenn ihr ihn, genau, wenn ihr ihn zuspammt, dann schickt euch weg, weil ich schon Brot bekommen habt. Brot haben wir aber erstmal, ist aber nicht ganz unnötig. Ja, mir steht kein Farmer mehr. Doch, der steht da drinnen. Ja, ist erstmal egal. Der ist morgen wieder da. Der morgen kommt der wieder, der Feierabend, Tautau. Jetzt kommen wir hier mal einmal zu dem Brunnen. Das ist nämlich unser Portal in die Gegenwart. Allgemein für euch, immer gesagt, wenn ihr eure Folge beendet, entscheidet ihr so immer, in welcher Welt ihr als nächstes aufnehmt. Wenn ihr in der Gegenwart aufnehmen wollt und vorher in der Vergangenheit wart, müsst ihr eure Folge in dem Brunnen beenden. Das heißt, nicht irgendwo in der Wildnis. Ihr müsst also immer sozusagen am Startpunkt sein, um die Welt wechseln zu können. Das heißt, wenn ihr eine längere Aufnahmesession macht und irgendwo in der Wildnis aufhört, könnt ihr die Welt nicht wechseln. Ja, das ist vielleicht wichtig, wenn euch die Erinnerungen ausgehen, dann habt ihr in der Gegenwart keine Erinnerungen mehr, ist euer Charakter da tot. Der Questfortschritt bleibt zwar behalten, wird aber nicht von da gezählt, beziehungsweise wird wieder von null angefangen zu zählen. Und ihr bekommt sozusagen einen neuen Charakter. Das heißt, versucht immer wirklich am Leben zu bleiben. Darum geht's. Das ist ein bisschen eher Survival-mäßig dieses Mal gedacht und weniger auf PvP. Ja, so, wir springen jetzt in den Brunnen mal rein und dann machen wir einen kleinen Cut und sehen uns in der anderen Welt wieder. Kommt aus dem Brunnen. Jo, los gleich, Leute! Und damit herzlich willkommen zurück. Diesmal sind wir in der Gegenwart und zwar in dem Modpack Hacks Reloaded. Es haben nicht alle geschafft durch den ein paar sind hängen geblieben. Ein paar sind leider im Brunnen hängen geblieben. Das passiert manchmal. Ja, aber ist nicht schlimm. Bei denen läuft die Aufnahme dann halt beim nächsten Mal weiter. Ist erste Aufnahme. Meint, das Leben 1. geht weiter bei denen. Ja, jetzt geschafft haben es hier in dem Fall Nefi Lick mit Lobby, Goro, Shigo, GV McFly, Anne, Grants, Nancy und McManus. Dann seht ihr auch schon, wer fehlt. Der Osten ist nur zu 33% aber wir sind wieder da. Man hat ihn dann noch aus dem Brunnen gehört. Ja. Die kleine Pechmarie. So, das hier ist nämlich eigentlich unsere Hauptwelt. Also hier geht es darum, mit den Erinnerungen weiter Folgen aufnehmen zu können. Ihr habt alle ein Questbuch im Inventar. Wenn ihr auf Click here to start drückt, seht ihr, dass ihr 74 Quests insgesamt habt. Und so könnt ihr halt nach und nach einmal durchgehen. Es gibt Vanilla-Quests, es gibt dann aber auch später noch Magie-Quests und so weiter. Tinkers, Construct und all so ein Quatsch. So, jede Quest wird gezählt, das heißt, jede abgeschlossene Quest wird in einem Dokument online eingetragen. Und am Ende geht es halt darum, welcher Spieler es geschafft hat, am meisten Quests an einem Stück zu schaffen, ohne zu sterben. Also in dem Fall ist nicht sterben gemeint wie in der anderen Welt. Also wenn ihr euch einen Boss tötet, ist das in Ordnung. Sterben ist in dieser Welt, wenn ihr keine Erinnerung mehr habt, ist euer Charakter tot. In dieser Welt gibt es sehr, sehr viele Bosse und Gegner und so weiter.
was es nicht so einfach macht. Verboten hier sind aber Questgruppen. Das heißt, ihr dürft zwar zusammen questen, ja, ihr dürft irgendwie euch Materialien sammeln und die auch hin und her handeln oder halt geben, aber ihr dürft keine Party machen, denn sonst könnte Manus eine Quest machen und ich eine Quest machen, dann hätten wir beide die abgeschlossen. Grants hat gerade sein Schwert verloren. Mann, hat jetzt zwei Schwerter. Seit wann haben wir zwei Schwerter? Kannst du mir gern wieder zurückwerfen. Ist ein gutes Schwert. Ihr habt auch einen Skill Orb. Ja, den könnt ihr einmal benutzen mit rechter Maustaste. Dann erhöht. Ja. So, das haben wir auch abgeschlossen. Davon gibt es mehrere. Es gibt viele verschiedene Orbs, die euch später noch unterschiedliche Fähigkeiten geben. Genauso wie die Rüstung, die wir anhaben, erlaubt es uns zum Beispiel schneller zu laufen und höher zu springen. Da gibt es auch später noch andere Rüstungen. Also, die kommt noch. Das ist ja, wir sind ja hier, ist ja eindeutig eine Anlehnung an Star Wars. Nein, an Zelda. Manche kennen das vielleicht nicht, aber wir sehen ja alle aus wie Link. Und das Ganze ist so eine Exploration-Welt. Es gibt unglaublich viele Mosse und Mobs mit Random-Effekten. Das Haus, in dem wir hier sind, ist unser Starthaus. An allen Kisten, die ihr findet, macht ein Schild damit euren Namen. Dann ist die Kiste sozusagen gesichert. Das Haus selber ist noch nicht gesichert. Hier sind noch Türen, die nach unten gehen. Da gehen wir jetzt nicht rein. Da unten ist noch alles voll mit Mobs und auch mit Loot. Ich sag euch, ihr schafft es mit dem Gear nicht. Ja, so. Ich geh mal runter. Selbe Prinzip, wenn ihr hier ein Haus baut, baut es an dieses Haupthaus hier an. Ja, das ist so ein bisschen das gemeinschaftliche Haus. Wenn ihr Sachen habt, die ein bisschen seltener sind, könnt ihr die untereinander verschenken, werft sie einfach hin. Ihr könnt sie aber auch gegen Erinnerungen handeln. Ja, die Erinnerungen sind die Währungen, die ihr braucht für Folgen. Alle Tote werden hier eingetragen, genauso wie alle Erinnerungen eingetragen werden. Am Anfang habt ihr einen gewissen Wert an Erinnerungen, der genau reicht, um eine Woche aufzunehmen. Das kommt bis zum Start des Projektes. Also für die Zuschauer ist es halt schon, aber für die Spieler wird das alles noch eingetragen. Das seht ihr dann auch. Und ihr könnt also auch Sachen für Erinnerungen abgeben, wenn jemand im Questen weiter möchte. Was jetzt noch wichtig ist, ist das Portal hier. Das ist nämlich der Weg zurück, ja, in die Vergangenheit. Springt einfach durch und beendet dann eure Folge, wenn ihr in dem Wasserpool seid. Ihr bekommt hier Weakness und Blur. Das ist ja dieser Übergang halt, ne? Dann beendet ihr eure Folge und könnt dann in den nächsten Part die Welt wechseln. Selber Effekt übrigens. Ihr müsst... Du stirbst da nicht, keine Angst. selber Effekt, ihr könnt die Welt nur wechseln, wenn ihr eure letzte Folge da drinne. Kommst du mal da raus? Ich sterbe gerade. Du stirbst nicht, komm einfach raus da. du kannst die Welt nur wechseln, wenn du deine Folge dort beendet hast. Die Schwachen werden aussortiert. Das Ganze ist hier ein bisschen schwerer, also hier wird man oft sterben. Trackt eure Tode bitte, das ist ganz wichtig. Also auch die Zuschauer, heute erklären wir einfach auch mal ein bisschen die Grundregeln. Eure Tode bitte alle ins Dokument eintragen und wie viele Erinnerungen ihr habt, seht ihr dann auch immer auf der Seite. Das trage ich immer jeden Sonntag ein. Am Anfang reicht es, wie gesagt, für Folgen. Eine Folge kostet auch nur eine Erinnerung und so weiter und so fort. Aber das seht ihr dann, das erkläre ich euch noch. Ja, und das sind die beiden Welten in Minecraft Warp. Einmal die Gegenwart, Hex Reloaded, die Vergangenheit, Void's Wrath. Und somit wäre es auch mit der Einleitung. Wir können uns ja hier mal ein bisschen umschauen. Wir werden beobachtet. Wollt ihr da runtergehen? Ja, kommt dann schon beobachtet. Mal. Guck mal, wer da steht. Ich nicht. Ist da runtergehen? Ja, der geht gerade weg. Oh, da ist gerade nicht los. Nein, denk mal, wir haben noch kein Bett. Ich würde nicht sterben gehen. Mach die Tür zu. Und lass ihn. Oh Gott. Schubst ihn. Oh Gott. Oh Gott. Oh, er ist da. Ich hab ihn. Schaut in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal bei allen Leuten vorbei, auch die Leute, die jetzt in dieser Folge noch nicht dabei waren. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch schlagen werdet und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Projekt und auch den Zuschauern und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in der ersten richtigen Folge. Macht's gut und tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.